Nehmen Kopf. Warst halt gestern schon wieder saufen, hä? Aber du weißt ja, wie es heißt, wer abends saufen. Na, überlassen wir das halt wieder im Rathaus, weil da geht es ja manchmal ein bisschen Drogen zu. Ja, verehrte Besucher, zu jeder Prunksitzung, unser Sitzungspräsident steht da neben mir, der Wolfgang Wieser, gehört natürlich auch ein Bütt. Und ich darf jetzt begrüßen eine Rathaussekretärin aus dem Gmünder Rathaus mit ihrer Praktikantin. Hela, hela, Gamundia! Wir zwei vom Rathaus sind auch wieder da. Und haben wir heute da an der Herbststelle. Ich sag das Feigle, ich hab fein nicht hergewählt. Ja, ich seh's. Du, ich kann gar nicht kotzen. Sag ich dir, ich bin so narret. Mein Mann, er muss mich bloß aufregen, echt. Oh, was hat denn der schon wieder da im Weißt du, sag ich zu dem, du, gib mir doch einmal 100 Euro. Ich muss heute noch zur Kosmetikerin, weil heute habe ich ja hier Landesgartenschau, da muss man ja gut aussehen, gell? Ja und? Hat er dir nichts gegeben? Hat doch. Ja, was ist denn los? Ja, macht er den Geldbeutel auf, holt der Geld raus und sagt, ja dann hast du vor sich selber einmal 200. Oh, ah, Gott sei Dank bin ich nicht verheiratet. Du, auf den Ärger, da müssen wir erst einmal ein Schlickle trinken, würde ich sagen, hä? Hast du überhaupt was zum Trinken dabei? Freilich, Moment. Ja dann, mit einem alten Weintrinkspruch vom Rhein, machst du es auf? Sicher. Ja, hoffentlich. Willst du im Leben einen Mann mal freien? So muss er im Rhein geboren sein. Nein. Bei mir tät es heißen. Suchst du im Leben den Mann deiner Wahl? So muss er viel Geld haben. Der Fluss ist egal. Prost! Aber du sag mal, wie bist denn du heute daheim hergekommen? Ich sag bloß Kot. Ah, ah. Hast du in die Hose geschissen? Nein, nix, ah, ah. Ich hab mir vom Hägele sein kommunaler Ordnungsdienst, kurz Kot, einen Sack weg ausgeliehen. Du meinst ein Segway? Das ist doch so ein Ding, das sieht fast so aus wie ein halber Kinderroller. Ja, du, den birgst fein nach vorne. Und dann fährt er vorwärts. So. Und wenn du nach hinten läufst, dann fährt er rückwärts. Nein. Dann haut's dir auf den Arsch. Fünfmal habe ich da nachher Sitzübungen gemacht. Oh. Ja, du. Tja. Hättest halt beim Absteigen ein Rädle oder einen Flickflack gemacht. Also ich wäre da ja schon einiges sportlicher unterwegs, weil ich hab ja schon viel gemacht. Was hast du schon ausprobiert? Oh, Fußball, Handball, Volleyball, bloß beim Faschingsball, da bin ich hängen geblieben. Also ich mach ja jetzt Kampfsport. Aber was machst du für einen Kampfsport? Tai Chi. Was soll denn das so für ein Kampfsport sein? Du, das ist stimmt. Wahrscheinlich schon wieder so. Du aber du weißt ja, wie es heißt, wer abends so verkauft am nächsten Tag ausschaffen. Stimmt gar nicht. Wer am Abend oh. Am nächsten Tag auch nicht. Ich hab schon wieder. Aber apropos Fliegen. Über 1000 Ehrenamtliche fliegen feine Hanna auf der Landesgartenschau. Und jeder, egal ob es regnet oder ob es sonnstich, immer freundlich und zuvorkommend. Ja, und wir vom Rathaus und alle, egal ob Männer oder Auswärtige, wollen dem doch mal ein bisschen Respekt zollen. Ha ja, am besten mit einem Trinkspruch, oder? Ha. Ein Hoch auf unsere Helfer hier. Ihr macht das toll. Drauf trinken wir. Wir trinken unsere Sache aus, für euch da bleibt dann halt der Applaus. Prost! Du,
sag mal, warst du schon auf dem Himmelsstürmer da oben? Nein. Ich schon. 36,8, nein, warte mal, 38,6 Meter hoch. 3700 Lorchenschindler, 1300 Spiegelkacheln und 208 Stufen. Nein, 209. Stimmt nicht. Was hast du denn da eigentlich dabei? Für ein Ding. Das ist die 111. Stufe. Die habe ich abgeschraubt. Warum? Ha, die gehört der AG Fasnet. Und unser OB hat gemeint, sich die einfach unter der Nagelreise zu messen und seinen Namen draufschreiben. Aber die gehört der AG Fasnet. Nichts da. Jetzt. 111, die Schnapszahl. Deswegen 11. Jetzt, ja, jetzt verstand ich es. Aber du, das kannst du ja nicht machen. Ha doch, das ist doch jetzt im OB sein Problem. Ja, aber da ist doch jetzt ein Loch, das ist doch gefährlich, Mädchen, Mensch, also neu. Beruhig dich, ich hab einfach die Stufe 13 eingelegt. Da fliegen die Leute nicht so tief. Nein. Du, aber was anderes hast du eigentlich schon der Hausmeister von der Landesgartenschau heute gesehen? Wen? Der Hausmeister, der Richard. Eben sehen wir noch nicht. Der Chef. Der Richard Arnold. Der behauptet ja von sich selber, er sei der Hausmeister von der Landesgartenschau. Du, ich glaube fast auf den bist du gar nicht so gut zum Schwätzen. Nein, nicht seitdem ich da neulich bei der Blumenversteigerung unten war. Ah, du meinst die alle 14 Tage sonntags ist. Wo sie die ablehmende Blume versteigern, wisst ihr doch. Die Versteigerung macht doch der OB immer. Sei doch immer ganz lustig. Ja, ja. Der OB versteigert. Also ich fand das nicht so lustig, ja? Ja, wieso? Ja, pass auf, das war so. Ich bin da drinnen und dann der OB versteigert. Ich kratz mich am Hirn. Zack, kann ich den Zuschlag. Geht's weiter, die nächste Blume. Ich reib mir's auf. Zack, kann ich schon wieder den Zuschlag. Und dann grubel ich mir im Ohr. Und zack, krieg ich so einen blöden Busch. Und so ging das weiter. Ja, was hast du noch mit den vielen ablebenden Blumen gemacht? Du hast doch bloß eine 32 Quadratmeter große Zwei-Zimmer-Wohnung. Ohne Balkon. Ohne Keller. Und Garde hast du ja auch keinen. Ha, in der Wohnung untergebracht habe ich die Sache schon. Aber mein Alter und ich, wir wohnen jetzt halt wieder bei meiner Mutter. Das kann ich mir vorstellen. Deiner wird ganz schön erfreut sein, wenn Schwiegermutter wieder bei euch im Gräbel liegt. Ja, du, das ging nicht einmal eine Nacht gut. Abends, mein Mann, lenkt rum. Stutzt, guckt, springt auf und schreit, jetzt holt mich der Teufel! Und seitdem habe ich den nicht mehr gesehen. Ha, da fällt mir doch gleich mal noch ein Trinksprüchli dazu ein. Wenn die Schwiegermutter keift und beißt, sich über dich das Maul zerreißt, so kaufe Molltofel und Spachtel. Und schmier sie zu, die alte Schachtel. Prost! Prost! Du Neu, jetzt aber mal im Ernst. Ein herzliches Dankeschön für die Landesgartenschau an der Meile, der Ebertshäuser und an den ihr Team von Schafferle, die ja sonst nicht erwähnt wird. Für wunderschöne Gestaltungen und Veranstaltungen. Und natürlich hoffen wir auch, dass der 2-Millionenste Besucher zum neuen Rekord auf der Landesgartenschau wird. Und dann müssen wir uns natürlich auch noch beim Herbert Motz bedanken, weil ohne den täten wir da gar nicht stünden. So, jetzt haben wir aber mal genug geschleimt. Es langt für euch genug Scheiß geschwätzt. Wir verabschieden uns mit einem kräftigen Hilla Hilla! Gamonia! So.
So, prost ihr zwei. Ich muss schnell her. Ihr müsst euch auch noch was aufheben für die Prunksitzung. Wir dürfen heute nicht schon alles verraten, was sich im Jahr 2014 ereignet hat. Herzlichen Dank, ja. Unsere Rathaussekretärin mit der Intermaß. Einmal der Nathalie Hoffmann. Und die Ann-Kathrin Merz. Und der Texteschreiber, da unten sitzt er, ist der Papi, der Herbert Merz. Brauchst du nicht verstehen. Herbert, okay. Ruhig auf. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank für euren Beitrag.